Chekan je. Warten. Ich warte. Ich kann nichts anderes tun, als zu warten. Ich werde immer weniger. Wir werden immer weniger. Ich warte, dass die Sonne endlich untergeht und ich die blühenden Fliederbäume nicht mehr ansehen muss. Ich lebe in einer Stadt blühender Bäume, in deren Baumkronen keine Vögel mehr sitzen. Ich lebe in einer Stadt ohne Vögel. Die Spatzen müssten eigentlich noch da sein. Vater sagt, Spatzen bleiben immer bei Menschen, egal was passiert. Auch wenn im Winter alle Richtung Süden fliegen, bleiben sie bei uns. Sie sitzen frierend und hungrig auf nackten Bäumen, damit wir die anderen Vögel, den Frühling und die Sonne nicht vergessen. Ich warte, dass die Sonne wieder zurückkommt. Aber nicht diese fremde Sonne, die heute Morgen über der Stadt aufgegangen ist und mich nur daran erinnert, dass es noch lange dunkel sein wird und die Vögel vielleicht nie wieder zurückkehren. Die Vögel sind weg. Die Fliegen sind eingezogen. Sie sind überall. In jeder Faser dieser Stadt, jedem Haus, jedem Zimmer, fette, wütende Eindringlinge. Vater sagt, hüte dich vor den Orten, an denen sich die Fliegen treffen. Sie sind Boten des Teufels. Nur der Teufel braucht so viele Boten, um dich die schönen Dinge auf dieser Welt vergessen zu lassen. Du sollst nie aufhören, auf die schönen Dinge zu warten. Fliegen schickt er immer dorthin, wo es keine Hoffnung mehr gibt, wo er ein leichtes Spiel hat. So einen Ort musst du sofort verlassen. Durch die dünnen Wände meiner Wohnung höre ich die Geräusche der Straßenkämpfe immer eindringlicher. Den Ort verlassen. Weil das nicht geht, vertreibe ich die Fliegen. Ich töte und verschrecke sie. Sie bleiben verdutzt an den verkohlten Wänden meiner ausgestorbenen Wohnung kleben. Ich warte, bis sie runterfallen und der Teufel sie wieder abholt. Während die Fliegen leise sterbend von der Wand fallen, fallen draußen auf der Straße meiner Stadt stumm oder laut schreiend Menschen, die offensichtlich jemand mit Fliegen verwechselt hat. Ich bilde mir ein, dass für jede Fliege, die ich hier in meinem Zimmer töte, da draußen ein Mensch sterben muss. Ich zähle sie. Heute waren es 34 Fliegen. 34 Menschen bleiben heute an den Wänden der Häuser kleben, an den Autos, auf dem Asphalt, an Bäumen, an leerstehenden Straßenbahnen, auf Brücken. Und ich warte, dass Gott kommt und sie abholt.